So, meine Damen und Herren, zu einem neuen weiteren Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, heute, bevor es natürlich hier auf jeden Fall zu meinen Diskussion Sache auf jeden Fall wirklich die Wahrheit von uns, auch sogar das Team, mal sagen. Also es war auf jeden Fall damals gute Zeit gewesen, aber auch trotz schlechte Zeiten, die wir wirklich überleben müssen. Und weil natürlich können wir halt sowas in der Tat nicht wirklich aushalten. Und wurde auch noch der damals der eine wohl ankommt, dass es auch wirklich hier war und dies und jenes. Also da müsst ihr auf jeden Fall ganz, ganz wichtig mal anzuschauen, wenn ihr möchtet. Und ich wünsche dir dann wohl hier auf jeden Fall viel Spaß und bitte, bitte keine Hate-Kommentare, ja? Also, wir können gerne natürlich freundlich sein und gerne eure Meinung natürlich gerne auf jeden Fall äußern und Punkt fertig aus. Ich zeige euch mal was ganz Kurzes, was auf jeden Fall, ja, nur ganz kurz, ja, dass alle ja natürlich auch mal von seinen dementsprechend mal auch mal gesehen habt, ne, wie peinlich er damals war, natürlich bei ihm, also in seiner Bude, ne, da hat er auch sogar auch hier der Inner auch natürlich dazu auch gezeigt, ne, wie sowas hier wirklich hier, wie soll sagen, wie Messi hier damals bei ihnen aussieht, ja. Und das kann ja wohl überhaupt nicht wahr sein, ne? Dass natürlich wohl nicht an sein Community wohl nicht entschuldigt wohl. Und ich werde euch mal zeigen, wo ich meine. So sieht natürlich hier spektakulär aus. Richtig schön voll mit dem Aschenbecher, voll mit Zigaretten. Und natürlich, wie ihr seht, da unten dieses komische Teil natürlich da auf dem Boden liegt. Ne? Und ja, und das ist ja wirklich, wirklich, ja, richtig scheiße. Auf jeden Fall, ihr muss man sagen, richtig scheiße wohl auf jeden Fall gewesen, ne? Und ja, und deswegen, meine Damen und Herren, ja, wenn ihr so wirklich hier mal hier schon mal Unterschied sieht, ne? Also wo der hier wohl auf jeden Fall hier gemacht hat, ja. Das ist richtig sau, wie soll ich sagen, richtig sau hier auf jeden Fall. Ja, kacke gewesen. Schau mal euch mal an, ey. Schau mal das mal an, ey. Wie? So. Will ja wohl überhaupt nicht hier wohl entschuldigen, ne? Also, ich will auch jetzt hier nicht sagen, wer das ist, ne? Aber ich weiß nicht, wer das ist, ne? Und so hier, ne? Aber jetzt kommt dann das ihr nächste. So. Und ja, und bei Dean, ja, hat er mal auf jeden Fall mal gezeigt, ja, nur kurz, wo sagen, aus meinem Video mal gezeigt, ja, wie auf jeden Fall wir ehrenlos sind, ja. Und wir wissen schon, natürlich, ne, also wirklich hier da gegenüber uns im Darknet auf jeden Fall kommst, ne. Und ich glaube, es war hier gewesen. Bestimmt, wo der Dings hier von Mainz hier vorletzten Shop natürlich gewesen war. Genau hier. Und zwar hier, meine Freunde. Hier ist es. Also ich will auch nicht jetzt so groß dramatisch kommen, ja. Also, was der wohl denkt, ne, da glaube ich ja wohl gar kein Wort, meine Freunde. Hört mal euch mal an, also auf jeden Fall ganz kurz, ne? Und sogar gefällt auch den Kackmusik wohl gar nicht, ey. Das ist
wirklich absurd. Ja, unsere Community mögen auf jeden Fall ein oder andere sie gerne auf Musik, aber wenn der wohl mögt, ja, dann ist er wohl wirklich mal das Spiel ihm aus. Also ich werde euch mal jetzt mal kurz abspielen und dann sage ich euch mal ein paar Worte dazu, was natürlich von denen natürlich wohl wirklich was falsch unlogisch denkt. Bis gleich. So. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend auf meinem Kanal. Herzlich willkommen in einem wunderschönen Livestream. Ja, wir werden nachher noch zocken, aber erstmal muss ich eine Sache loswerden. Ich finde es halt ein bisschen dreist, dass er jetzt auch anfängt, Jobvideos zu machen, wo jemand schon über ein Jahr Jobvideos macht. Das stimmt ja wohl nicht. Wir machen keine. Also, wir haben ja wohl nicht seit einem Jahr ein Jobvideo gemacht. Wir haben ja schon in letzter Zeit ja schon mal ab und zu mal Jobvideo mal gezeigt. Sogar haben wir auch hier auf dem Livestream natürlich auch da extra gezeigt, aber nicht hier extra Jobvideo. Hallo, da kann natürlich irgendwas anderes werden. Also, und zwar werde ich den Namen euch noch nicht sagen, den werde ich dann meinen Livestream dann später mal reinmachen. Und da geht es nämlich einfach mal, dass diese Person schon über ein Jahr Jobvideos macht und vor allen Dingen bei Chris passt die Musik absolut nicht. Also wenn schon, kannst du auch gerne melden, wenn du hier möchtest, dann uns ja gerne einfach mal anschreiben, wenn das ja wohl denn nicht passt. Aber gut, es ist ja wohl jeder eigenen Geschmack, ob es da hier also die Musik da geht, ja. Und ja, bestimmt mag der lieber hier diese Schlagersänger oder sowas, hier die deutsche Musik rein, anstatt hier irgendwo anderes aus der Küste, wo sein könnte und deswegen. Also. Und das werdet ihr auch merken, ich bin hier auf seinem Kanal. Also auf Chris, 65 in Germany, so heißt er ja. Da seht ihr das. So, der hätte jetzt sogar auch noch vorher natürlich auf jeden Fall gesagt, aber nein. Und sogar hat er auch noch hier Dislike da gelassen. Siehst du, der hat auf jeden Fall Dislike da gelassen. Mensch. Und so wie ich denke, das ist auch vielleicht auch hier auch den andere auch natürlich hier gesehen hat und auch hier Dislike da das hat. Das ist ja wohl typisch hier bei denen. Das ist so typisch bei denen, wisst ihr? Das ist so typisch bei denen. Aber wir hören mal weiter an. Jetzt 354 Amuletten und hat schon 2 Dislikes. Oh, nein, das von mir. Ich weiß nicht, wo der andere herkommt, aber egal. Ja, wir wissen schon, das ist ja von deinem Kollegen da. Nein, da versteckt wohl. Das kann ja wohl sein. Weil viele schon mitgekriegt haben, was da los ist. Und ja, also, ab geht's. Also vieles, es war ja wohl nicht los gewesen, wie der Aufrufezahl, also das ist ja auch schon hier wirklich auch wieder ein reiner Fake News natürlich und ja, und deswegen. Und wie gesagt, die Musik passt absolut nicht und ich werde meine Zunge ein bisschen leiser machen. Also wie wir gesagt haben, also wenn wir für ihn, für seinen Geschmack ja wohl nicht passt, dann kannst du auch gerne auf jeden Fall hier an uns persönlich eine Nachricht da schreiben und nicht hier irgendwas anderes und deswegen, ne. Aber wir gucken mal weiter. Weil wir können auch nicht hier dementsprechend mit Einblendung auch noch nur kaum Achtung, volle Kanne von der Musiklautstärke oder so, das können wir halt hier so extra halt nicht hier davor zu kommen und sowas hier in der Rat zu machen, also generell. Und deswegen, wir hören mal weiter. Und vor allen Dingen ist übersteuert. Das haben wir auch schon mal hier später mitgekriegt. Nicht ja bei dem hier, wo wir hier die Video aufgezeichnet haben von dem Shop. Also. Und das geht gar nicht. Und jetzt muss man ganz ehrlich mal fragen, wer wohl Abogai ist, weil er hat ja auf Instagram bei so ein Video, ein Bild von mir hochgepostet. Das stimmt ja wohl nicht. Das können wir auch so gern zeigen, wenn ihr möchtet. Und ja, und natürlich haben wir auch entschieden, natürlich, auf jeden Fall,
dass das auf jeden Fall ja nicht mehr da ist, die unsere letzten Beiträge von ihm. Können wir auf jeden Fall gerne zeigen. So, Leute, jetzt werde ich euch mal zeigen, ob es da wirklich gibt. So, hier ist meine allen Beiträge und hier sieht es ja alles so aus, dass es ja nichts von ihm jetzt kommt. Außer nur hier, ich inhaliere den Chris und Koyon. Zum Beispiel, oder hier das eine oder das andere. Aber nicht jetzt hier vom Großteil heraus, ja. Sogar habe ich auch sogar hier ohne Namen gemacht, ja. Ohne Name. Ja, da kann man ja wirklich ja gut vorstellen. Ne? Auf jeden Fall. Sonst ist nichts in weiteres Sinn dahinter, ja. Von ihnen. Ne? Hier ist er noch hier von davor. Aber sonst zu Großteil nichts. Hier irgendwie hier mit sage und schreibe hier mit Worten Taschmuschi oder sowas. Ja. Das ist einfach. Und der hatte auch sogar vorher hier über PlayStation da auch ein Screenshot mir gesendet und hat auch ein Audio hier da mir auch trotzdem auch mir gesendet und der hatte ja gesagt, hey Chris, mach mal hier das weg und so was und es ist endgültig weg, ja. Und Punkt. Aber gut, wenn er so denkt. Kommen wir jetzt mal zu ihm wieder zurück. Mal gucken, was er noch dazu so sagt. Von meinem Stream und hat dazu geschrieben, dass ich abonnentengeil bin. Jetzt frage ich mich ganz ehrlich, wer. Also, der war ja auf jeden Fall hier abogeil gewesen, wo der hier natürlich hier mit dem großen YouTuber natürlich beschäftigt ist, anstatt hier mit dem kleinen. Natürlich hier an den Großen auf jeden Fall gespendet wurde und der hier irgendwie Jabos in Kauf nehmen wollte und so, dies, das. Das ist ja auf jeden Fall damals, ne? Aber jetzt gucken wir mal weiter, was der wohl sagt. Wer Abonnenten geil? Ich oder er? Ich würde sagen mal er, ganz eindeutig. Da hast du wohl falsch gelegen, weil natürlich, wir sind auf jeden Fall generell nicht Abo-geil, ja? Nur, dass wir hier irgendwie was hier von euren Community, was hier irgendwie Kacke zu machen, heißt ja wohl so lange nicht, dass es hier so richtig hier Abo geil ist, ne? Und wir wissen auch, was es hier Abo geil bedeutet, also. Ja. Dich und ja. Es war schön, wenn ihr mich abonniert und so weiter, aber ich muss das nicht haben. Ich mache das aus hobbymäßig und er probiert halt jetzt wirklich groß damit zu werden. Und nein. Das sollte er nicht machen. Ach so, das heißt ja, das wollen wir ja wohl nicht machen. Alles klar. Und übrigens, dann muss er auch nicht hier Andras wohl gegen uns die letzten Seiten wohl darüber gegen uns wohl als unfair natürlich so sagen, ja, dass die anderen Leute ja wirklich schlau sind und der uns einfach mal gestummt hat, ja. Also so sieht ja wohl hier auf jeden Fall was anderes dahinter aus, meine Freunde. Weil die Musik ist echt einfach nur nervig und bescheuert. Ja gut, dann muss er halt das ja wohl nicht machen und deswegen, ja. Und wenn wir auch natürlich auch eher sehen, ne, was der natürlich ja da abspielt zur letzten Zeit, ja. Irgendwas von die Schlagermusik oder sowas, nicht das. Irgendwie da, und da. Hören die so eine kleine Kiddies her und hören so einen Scheiße. Und da fragen sie, ey Alter, ist da irgendwie alles in Ordnung oder so? Hört sich ja wohl wirklich hier so kindisch mal hervor, aber gut. Ist ja so. Sorry, dass ich das so sagen muss. So. Und deswegen hat er wohl extra hier in den Darknet natürlich hier uns auf jeden Fall da reingezogen, auf jeden Fall. Oh, und dann wollte ich euch ja mal was zeigen. Mann. So sieht es ja mal aus, meine Freunde. Wir wollen auch nicht hier so lange auf jeden Fall das Video generell auf jeden Fall machen.
weil sonst ja, kriegen wir auch langsam die Krise heraus und deswegen, ja. Und ja, und das haben wir auf jeden Fall, ja, seit schon hier aus dem Livestream hier, wo wir gesehen haben, also gehört haben, die eine hier wohl geschrieben hat, ja, wir sind ja schon in schwarzen Seiten, kann man wohl sagen, irgendwie zum Teil irgendwie, ja, daneben, ja, aber es ist halt nicht, ja, aber der, ja, dieser Typ, ja, da, sage ich einfach mal Fake News, ne, also, auf jeden Fall als Fake News bezeichnet, weil, ja, solche komischen Beiträge haben wir ja wohl nicht mehr, und der soll auf jeden Fall mal erstmal gucken und danach auf jeden Fall überlegen, was er natürlich zu diesem Beitrag da führt, ne? Weil wir führen natürlich auf jeden Fall als Beitrag hervor, aber krass, der hat ja noch uns abonniert. Und wir ihn nicht, oder was? Und deswegen, ja, also wenn ihr Leute auf jeden Fall nicht gefällt, mir die manche musikalischen Sache, dann schreibt er natürlich gerne persönlich, ne? Also ihr könnt auch gerne über Discord, also so meinen Server und das Support und dann gerne mal anschreiben, sogar auch über Instagram, aber nee, ihr wolltet ja gerne wohl hier natürlich hier auf Präsenz hier öffentlich in die, ja wohl tausenden über die Netze natürlich hier machen, das können wir auch sehr gerne machen, ne? Also das ist ja wohl, können wir auch hier sehr gerne machen, ne? Also auf jeden Fall, ne? Und ja, und wie du siehst, ne, habe ja auch natürlich ihr Dislike da gelassen, weil natürlich, ja, erstens wohl nicht hier dazu, ja, uns richtig angeschrieben, ne? Nur gesagt, ja, mach mal nur das weg und Punkt und fertig, Ende Gelände und so. Nein, bestimmt hatte ich wohl eine dahinter wohl gesagt, ja, mach mal auf jeden Fall ein extra Video von denen, dass der mal sieht, ne, wie der wirklich hier fix und fertig da zu der aussieht und sowas, die Stars, ne. Das kann ich ja so ungefähr wohl da schätzen, ne, auf jeden Fall. Und deswegen, ne, haben wir auch damals auch natürlich hier auch hier mit ihnen großer YouTuber natürlich oder ihr oder auf dem Twitch natürlich auch natürlich ihn auch natürlich gezeigt natürlich, ne, also der war auch natürlich und hat auch ja besprochen und so und ja, und der hat ja wohl nicht gemacht, der hat es wohl damals auf jeden Fall auf seinem Kanal, muss man ja sagen, das Video rausgenommen, aber nicht hier gesagt, oh sorry Leute, es tut mir wirklich leid, dass das solche böse Überraschung gewesen war. Aber es ist halt nicht. Weil der schießt einfach mal hier Videos mal los, ja, die natürlich irgendwie, ja, irgendwie nicht so, ja, kinderlich wohl nicht gehört, ne? Also wenn man natürlich sieht, ne, also die hier jeder ja raucht so viel oder so in seinen Aschenbecher und es ist ja wohl voll und macht sie natürlich hier Video und dann legt er natürlich auf sozialen Medien hoch, dann ja, dann kriegt man wirklich, denke ich mal sagen, bräuchte ich ja wohl der irgendwie, also ich will auch nicht jetzt hier schlimm sagen, aber wie zum Beispiel, ja, kann er auch natürlich fragen, ja, braucht er wohl hier extra eine Therapie oder so, ne, nur eine Frage, also hier beispielsweise, ne, auf jeden Fall. Und deswegen, hat er auf jeden Fall hier sein damaligen Video, wo ich hier dann noch hier auf jeden Fall Reaction, hier Videos damals, ja wohl seit schon vor, ja, fast ein Jahr, also schon fast ein Jahr, wir sind also gut, also schon, ja, seit am 16.11. im Jahre zwei, oder doch über zwei Jahre, also über ein Jahr alter Falter. Und ja, und der hat ja wohl überhaupt nichts, ja, überhaupt nichts, auf jeden Fall, hier solche böse Überraschungen einfach hier ignoriert, also einfach hier rausgenommen. Und Ende Gelände, auch nicht hier irgendwie
ja, Entschuldigung oder Verzeihung und sowas. Nee, also da überlege ich mir ja wohl irgendwo was normal hinterher. Und deswegen war natürlich ja damals ja wohl seine Fehler gewesen. Und deswegen kommt er hier, der eine Typ, und sagt ja wohl hier Taschenmuschi, ne, das Wort. Und deswegen, ne, also deswegen, ne, war ja wohl seit damals wohl Endeffekt ja auf jeden Fall ist. Und das ist ja wohl damals die Erklärung auf jeden Fall gewesen, ja, dass das auf jeden Fall gegen uns ja auf jeden Fall, ja, einfach mal ignoriert hat oder damals, selbstverständlich ja von unserer Seite hier irgendwie unfair gewesen war. Und deswegen, alter Walter, deswegen, ne, also da will ich auch nicht etwas Falsches sagen und auch ja nicht nur richtig wohl zu sagen, ne, also beides geht ja wohl ja eigentlich ja nicht so wirklich, ne, deswegen, ne, deswegen, ne, das ist es wohl gewesen, meine Freunde dazu, ne? Also weg damit hier diese und dann gehen wir mal hier auf jeden Fall zurück. So was, dann war das auf jeden Fall das Video gewesen, ne? Kurze auf jeden Fall von unseren Erklärungsseite auf jeden Fall, ne? Also der wird auf jeden Fall hier schwarze Schafe wohl mehr kriegen als Inge und mal gucken, ob das ja wohl so rauskommen würde. Wer weiß, ne, ob es ja wohl nach 2000 Jahren wohl kommt oder nicht, ne, kann auch natürlich so weitere Folge natürlich kommen würde. Wer weiß. Und deswegen beende ich jetzt mein Video und sage natürlich haut rein und lasst gerne ein Like und ein Abo da wieder. Nur seid inhaliert auch nicht so viel, so wie bei dem Typ ja sowieso. Und ja. Und ja, und. Ja, und haut rein und ciao. So, der raus, kriegt kein Geld. Raus. Ich werde hier live im Fernsehen nicht angeschissen. Sowas gibt's hier bei mir schon mal gar nicht. Ja? Wer aggressiv wird, ich komme privat nach Hause. Sowas läuft hier nicht. Wir machen Spaß hier, ein bisschen Respekt. Sowas geht gar nicht. Werde ich sofort so böse, das kann ich nicht gebrauchen hier. So, nächster 500 Euro. Das...